Wir kommen heute mal wieder zu einer Folge von Midas Gold Plus. Und Anlass ist heute, dass zum einen ich kurz vor der 100 stehe. Das heißt, von diesem Bier-Event bin ich jetzt dabei, das 100. Mal, ja, das sozusagen ein Bier erfolgreich zu bekommen oder was immer man eben stattdessen dabei bekommt. Und dass das Spiel inzwischen angefangen hat, endlich mal wieder vorwärts zu gehen. Aber Stück für Stück, also erstmal die Daily Rewards, die gab es bei der letzten Folge schon, hatte ich allerdings nicht weiter erwähnt, weil ich die an dem Tag schon eingesammelt hatte. Und die vielen roten Edelsteine, die sind auch ziemlich wichtig geworden, weil inzwischen habe ich nämlich hier im Shop alle Upgrades freigeschaltet, also da, wo ich vermutet hatte, dass es hier noch einen letzten gibt, gab es auch tatsächlich noch einen weiteren. Eben einmal hier mit 2500, Raid Loots natürlich nicht, da hat sich nichts geändert. Dann die Void Crystals, das 500% war schon freigeschaltet, aber vor allen Dingen hier. Der wichtigste Bonus inzwischen ist für mich dieser 40 Millionen Multiplier geworden, der somit hier auch das letzte in der Kette ist, die freigeschaltet wurden und wahrscheinlich eben auch keine weiteren gibt an der Stelle. Weil bisher habe ich in dem Außenposten ziemlich festgehangen, weil so zwischen 400 und 450 war das bisher alles ziemlich zäh und ich bin wochenlang kaum weitergekommen mit diesen Conquest Points. Und jetzt seit ein paar Tagen hat sich das deutlich beschleunigt. Also ich habe nochmal zwei von diesen Upgrades vor kurzem gekauft und keine Ahnung, irgendwie ist da jedenfalls der Knoten geplatzt. Einen werde ich jetzt gleich mal noch dazu nehmen. Und den nächsten 40 Millionen Bonus kaufen, weil der lohnt sich im Moment auch noch am meisten, weil hier sozusagen der prozentuale Zuwachs immer noch am günstigsten ist gegenüber dem hier mit 11.690 und ja, den 52.900. Erstmal weiter zu dem, wo ich gesagt habe, ja, hier bin ich jetzt kurz vor der 100 und ich hoffe mal, dass ich die jetzt mit euch knacken werde. Also mein 100. von diesen Bällen, zumindest in diesem Event. Ich habe natürlich schon vorher ein paar Orbs eingesammelt in dem Event davor. Aber das heißt, 54 hatte ich dann und 99 sind bisher dazugekommen. Es dauert noch eine Weile, bis hier der nächste Bonus kommt, also erst bei 160. Aber es ist auf jeden Fall schon mal schön, dass hier diese vor allem 99 bzw. dann 100 von den blauen Kristallen und natürlich 100 von jedem von diesen Ressourcen, die ich allerdings im Moment ohnehin nicht aufbrauche. Also ihr seht hier, bei dem Knowledge bin ich am meisten versorgt, weil die benutze ich so gut wie nie. Außer wenn ich gerade mal wieder eine gute Generierung habe, dass ich wirklich die Chance habe, weitere Knowledge auszugeben. Und zwar in dem Fall hier. Da stehe ich jetzt eben gerade wieder, weil ich natürlich mit den neuen Boni hier auch vorwärts komme. Und ja, und die anderen sind irgendwo um die 3000, also von daher, ich brauche sie nicht dringend, aber es ist schön, damit gut versorgt zu werden. Also machen wir erstmal hier die 100 voll. Ist es jetzt natürlich noch nicht. So, mal schauen, ob es tatsächlich klappt oder ob ich jetzt heute ausrechnet wenig EP bekomme, sondern einen Haufen für mein Haustier oder für mein Pet. Na, also, da ist die... Ah, beziehungsweise... Okay, ich habe die 99 geschafft und die 100 fehlt dann noch. Aber ich lasse es natürlich trotzdem bei dieser Folge. Und auch wenn es jetzt dann die 100 erst noch danach kommt, es ist ja trotzdem der Anlass, sozusagen in Vorbereitung dann der 100. Also fast 100 Orb Power in diesem Event. Ach ja, was eben jetzt gleich geblieben ist, nachdem es am Anfang ein bisschen angestiegen ist, es bleiben jetzt immer 800 Erfahrungspunkte, die ich hier letztlich einsammeln muss, um dann das nächste Element zu bekommen. Von daher bleibt es überschaubar und ja, innerhalb von wenigen Tagen lässt sich das dann jeweils aktivieren. So, das nächste zum Pet, da ist jetzt wieder zu Ende gekocht, 12 Stunden sind wieder um. Und jetzt kann ich es erstmal wieder ein bisschen zufüttern, in der Hoffnung, dass es bald wieder ein Level aufsteigt. Allerdings, ja, es reicht noch nicht ganz, um wieder das nächste Level zu erreichen. Und sobald das 10. Level letztlich vervollständigt ist, gibt es ja immer ein neues Pet. Leider kann man nicht nachschauen, was ich denn alles schon für Pets hatte. Also es gibt keine Historie dazu. Inzwischen sind alle ja, 6 Eigenschaften, die das Pet haben kann, auch freigeschaltet. Da kommt keine mehr dazu.
bei den Arenen. Ich habe inzwischen, also die Bronze und die Silber ist abgeschlossen. Gold habe ich jetzt die erste abgeschlossen. Da gab es dann Knowledge Gain. Deswegen leider das Diamant Value gab es nur bei Bronze. Die Critical Profits gab es dann bei Silber und eben jetzt hier Knowledge Gain bei 500. Knowledge Gain bei Gold, aber eben jetzt das erste Mal mit 500 gleich. Aber ich komme hier im Moment nicht so schnell weiter. So. Hier habe ich jetzt noch die letzte Sache, die ich jetzt noch einsammeln kann, bevor ich dann auf jeden Fall wieder was ausgeben muss. Aber es wird schwierig werden mit dem aktuellen Pet, weil selbst mit den Boni, ich bin so schnell platt gemacht von dem Ding, dass ich wahrscheinlich wieder alle 30 Lebenspotions dann aufbrauchen muss, um überhaupt hier eine Stufe zu schaffen. Da hoffe ich dann eben, dadurch, dass es jetzt langsam wieder vorwärts geht, dass ich tatsächlich endlich zu dem nächsten Champion komme. Weil ich bin schon ewig mit Tempestus sozusagen verbündet. Und hier ist nämlich auch der Pet-Status, beziehungsweise die Statistiken, dass er einen 4000% Bonus hat. Und der gibt hier mit Sicherheit wieder einen höheren. Aber bisher bin ich hier auch so, so langsam vorwärts gekommen, dass ich erst jetzt mit den Beschleunigungen hoffe, ja, dass das wirklich weitergeht. Weil von 89 auf 90 und jetzt bin ich schon fast wieder bei der Verdopplung und kann dann gleich weitermachen. Und deswegen bin ich da zuversichtlich, dass es jetzt wirklich wieder ein bisschen aufwärts geht. Hier ändert sich soweit nichts, außer dass sich bald mein präferiertes Gebäude verändern wird. Weil es steht nämlich jetzt tatsächlich mal wieder an. Mal gucken, irgendwo hier war ein super mega Bonus. Hier, genau. Also hier wird tatsächlich mal wieder wahrscheinlich, also ganz 100%, ich weiß es nicht, ob der Multiplikator ausreicht, die Baracken dann auf die erste Stufe zu bringen. Die Barracks sind die hier oben. Haben im Moment 1,99 hoch 213, während der 5,8 hoch 216 hat. Das heißt, sie liegen um 3 Zehnerpotenzen auseinander und der hier macht jetzt einen Faktor von 250, also eigentlich nur 2 Zehnerpotenzen. Also mal sehen, ob das tatsächlich ausreicht, die Baracken ganz nach vorne zu bekommen. Es ist natürlich blöd, wenn die dann so halb-halb geteilt sind. Auf der anderen Seite ist natürlich der Bonus, der hier gewährt wird. Mal schauen, stand es hier eigentlich irgendwo? Increase 40% of the building of your profit und aktuell 800%, also nochmal das Achtfache. Also es könnte hinkommen, schauen wir mal. Ich kann ja mal testweise gerade umschalten. So, die Baracken hätten dann schon 2 hoch 14, also schon eine Zehnerpotenz mehr und die natürlich entsprechend eine Zehnerpotenz weniger. Also es könnte klappen, dass die dann zum präferierten Building werden und den absoluten Bonus haben. Was natürlich auch praktisch ist, weil sie mehr Zweier-Multiplikatoren, weil bis die 3400 erreicht sind, wird es hier wahrscheinlich etwas früher der Fall sein, als wenn ich hier dann demnächst die 3300 freischalte. So, damit eben hier zu den Researches. Also hier ist jetzt bei 2 hoch 91 wieder das nächste Viererblock zu schaffen. Und bei 4 hoch 92 bekomme ich dann meinen nächsten Critical Chance. Und das ist deswegen wichtig, weil ich dieses Mal dann, zumindest mit den aktuellen Boni, also hier habe ich ja 7,5% und hier 7,5% Crit Chance, die dazukommt. Und mit einer Basis von 50% erreiche ich dann das nächste Achievement. Weil das sagt nämlich, ich soll eine Crit Chance von 65% erreichen. So, und deswegen also... Hier wird es eben ganz normal weitergehen, je nachdem wie ich es jetzt tatsächlich schaffe, die Diamanten zu sammeln. Und auch hier kann ich dann nach und nach weiter aufleveln und damit nämlich dann die nächsten Medaillen freischalten. Also klar, der Klicker ist ja schon ewig komplett, auch das, also beide Klickerstufen, Warlord ebenfalls. Das, was aus meiner Sicht am längsten dauern wird, sind wahrscheinlich die Raid Points. Es geht im Moment so immer um eine Stufe von 2000 weiter und das bis 25, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich hier wirklich bis Stufe 25 gekommen bin. Gut, die Online-Zeit, das war jetzt überhaupt kein Problem. Solange, ich lasse das Spiel ja immer passiv im Hintergrund laufen. Und hier natürlich das mit dem Gold einsammeln, das wird auch einfach parallel mitgehen. Wird wahrscheinlich nicht allzu lange dauern, bis das dann auf Maximum ist, die 2-3 Stufen, die da noch fehlen. Dann, ja, das Einsammeln von Gold ist auf jeden Fall auch schon komplett. Auch mit dem Klicken hat das schon alles geklappt. Die Max-Upgrades, das wird auch
noch eine Weile dauern, weil jedes Upgrade hier fast immer eine Zehnerpotenz höher ist. Das heißt, ich muss noch 15 Zehnerpotenzen etwa vorwärts kommen. Und hier die Knowledge Researches sind nämlich jetzt schon komplett. Das heißt, dass man die auf der rechten Seite. Und die Diamond Researches, da fehlen mir auch nur noch 5. Das heißt, die nächsten zwei Stufen, wenn ich einmal den Viererblock und dann eben, wenn die Crit-Chance kommt, durch bin, dann habe ich den auch vervollständigt. Dann ist der auch abgeschlossen. Mana ist erledigt, Rage ist erledigt, Energy ist erledigt. Und ich hoffe eben dann bald Silver freischalten zu können. Und dann fehlen natürlich noch ein paar. Also deswegen, das Spiel ist dann noch nicht vorbei, aber ich bin auf jeden Fall wieder ein Stück vorwärts und es hat einfach dann das Gefühl, dass ich, ja, dass sich da irgendwie aktiv zu werden mal wieder ein bisschen lohnt. Und hier die Legendary Items habe ich bereits alle komplett. Das war alles mit den Void und den Raid Points und so weiter. Dann Time of War, den Bar Outpost, das ist ja das, wo ich gleich mit euch reingehen werde, wo ich euch zeige, da habe ich jetzt erst vor kurzem 2 weitere Embleme freigeschaltet. Genau, ich bin jetzt nämlich bei 7 und die letzten 2 sind tatsächlich in sehr, sehr kurzer Zeit freigeschaltet worden. Das heißt, durch die von 500 bis 600, das hat vielleicht 1-2 Tage gedauert, um tatsächlich dieses nächste Emblem zu bekommen. Und es fehlen halt noch eben 3. Die ich dann noch freischalte. Ansonsten hier sind einfach die normalen 1,5 Multiplier für jedes World 25 und der Zweifach-Multiplier, wenn im Endeffekt alle Buildings mindestens so eine Stufe erreicht haben, das heißt bei 3400, eben bei dem nächsten 25er hier für die Merchant Guild, gibt es auch wieder einen kompletten Zweier-Multiplikator. So, jetzt werde ich hier mal den Autoprogress oder beziehungsweise das Auto-Skill wieder einschalten und das dann auch gleich mit den Boost hier beschleunigen. Weil das, was ich euch hier noch zeigen möchte, ist, dass es, wenn der hier einen roten Sprung macht, dass es hier tatsächlich um eine Zehnerstelle weitergeht. Das ist insofern besonders, weil im Normalfall war ich jetzt hier, bevor es dann an die nächste Verdopplung geht, dass selbst mein höchstes Gebäude mit einem Crit, also mit dem roten Balken, nur jedes zweite Crit überhaupt in der dritten Stelle eins hochgezählt hat. Das heißt, ich bin locker mal bei einem 200-fachen Bonus, was jetzt hier im Moment das Diamantensammeln angeht. So, dann ist hier natürlich, die Raids laufen weiter, weil ich brauche ja auch meine Raid Points noch. Ich habe jetzt, bevor ich das Spiel gestern beendet habe, das alles auf die 10 Stunden gestellt und deswegen hier jetzt dann die 3 Void Crystals und die 3 Raid Points jeweils und lasse jetzt wieder die 1 Stunde laufen, damit ich auch natürlich den vollen Bonus bekomme. Also hier nochmal die Legendary Items, die sich hier dann angesammelt haben, die halt verschiedene Boni auf die, ja, eigentlich auch verschiedene Effekte, auf Building Profits, auf Knowledge Gain und sogar auf den Void-Effekt gegeben haben. Da kommt nichts mehr dazu. So, Settings, da muss ich jetzt nichts nachschauen. Dann die Upgrades, das habe ich gerade gesagt. Hier gibt es den ersten großen wieder und hier gibt es dann auch nochmal einen All Profits. Sehr interessant, aber 2 hoch 38 bei 2 hoch 22, was ich aktuell erreiche, das dauert noch. So, die Statistiken hatten sich im Endeffekt schon mit der Goals hier eigentlich auch ergeben. Eben hier vor allem die maximalen Upgrades, wo es dann weitergehen soll. Und hier eben die Diamanten und die Artefakte, da hat sich jetzt nichts geändert. Die waren, glaube ich, schon bei der letzten Folge alle auf Maximum. Da kommt nichts weiter hinzu. Das Einzige, was ich eben darauf achten muss, wenn ich das Spiel tatsächlich einfach im Hintergrund laufen lasse, dass ich alle 12 Stunden das Ding neu starte, damit ich auch hier diesen Bonus weiter behalte. So, und jetzt zum Medeum. Beziehungsweise Medeum war ja das alte. Der Außenposten war ja schon komplett ausgebaut. Alles auf Stufe 20, alles auf Maximum. Weswegen ich hier auch keine Raid Loots mehr benötige. Und eben hier mein War-Außenposten. Hier, die Sawmill war ja mit Level 20, gab es auch eine Errungenschaft. Das ist natürlich inzwischen längst hinter mich gebracht. Und worum es eigentlich geht, sind die Embleme. Weil ich habe ewig eben nach diesem Shadow Ranger kaum das Gefühl gehabt, noch irgendwie weiterzukommen. Und dadurch, dass sich diese ganzen Boni ja aufmultiplizieren, habe ich jetzt mit dem und diesem Bonus, die ich in relativ kurzer Zeit einsammeln konnte, einen sehr, sehr schönen Sprung gemacht, weswegen eben auch das Hauptspiel sich wieder flotter anfühlt, aber vor allen Dingen auch hier.
weil es ist schon ewig her, dass ich kurz nachdem ich hier überhaupt in eine neue Conquest-Reihe, also eine neue Schwierigkeitsstufe eingestiegen bin, dass ich tatsächlich so viele Armeepunkte habe, dass ich hier locker das Ding aimed zu Ende bringen kann. Also starten wir jetzt mal. Das heißt, es dauert unter einer Minute, aber natürlich nicht mal die Minute müsst ihr warten, weil hier kann ich ja eben dann doch die Raid-Loot noch weiter einsetzen und das Ganze um das 60-fache beschleunigen und mit euch hier locker mal eben die, ja, die Difficulty 61 durchlaufen, ohne dass es hier irgendeine größere Anstrengung bedarf. Und schon bin ich wieder eine Stufe weiter. Es gibt den Bonus von 50%, den es eben für die Ressourcenproduktion und für die Armeeproduktion mit jeder Difficulty gibt. Und jetzt gilt es auch einfach mal wieder hier noch ein paar Ressourcen zu geben, weil es ist ja aktuell so, dass ich hier so viele Ressourcen im Moment ansammle, dass ich die noch gar nicht ausgegeben habe. Also erstmal hier wieder auf dann 73 am besten. Okay, 73 reicht noch nicht ganz. Damit ich hier dann noch mehr Steine bekomme, damit ich die Gebäude schneller ausbauen kann. Mit den Steinen dann wiederum kann ich dann vor allen Dingen die Sawmill, damit ich mehr Holz bekomme für weitere Boni. Dann, womit ich dann die Ressourcenproduktion wiederum mit Boni versehen kann und natürlich ebenso die Boni für das Metall, also für die Metallproduktion, mit denen ich meine Armeen aufrüsten kann. So, also jetzt die beiden sind schon mal auf 72. Das hier ist im Moment der wichtigste nach den letzten Upgrades. Im Moment sind sie tatsächlich unglaublich gleich auf. Das ändert sich jetzt aber gleich, weil hier nämlich mal wieder auch ein Stufenwechsel passiert, weil nämlich die Priester haben eine Zwischenstufe bekommen, während alle anderen, normal geht es auch immer um 13er Potenzen nach oben, die haben jetzt eine Zwischenstufe, das heißt, die kriegen jetzt einen erheblichen Bonus und werden jetzt wahrscheinlich in kürzester Zeit hier die Führerschaft übernehmen. Vor allen Dingen, wenn ich die jetzt auf die gleiche Stufe hebe, wie die aktuellen Gebäude ohnehin sind, also irgendwo bei Stufe 73. So, 1 hoch 73, du bist schon bei 1,73. Und dann geht es nämlich auch wieder ruckzuck und schon sind die hier nämlich eine 10er Potenz voraus. Und das wird natürlich nicht so bleiben. Das heißt, im Moment haben die einen großen Vorteil. Mal gucken, ob der gleich wieder weniger wird. Im Moment habe ich hoch 58, das heißt, ich kann die anderen hier auch gleich noch mitkaufen zum Teil. Jetzt fehlt natürlich nur noch der, aber auch das geht ziemlich flott voran. Und in der Form kann ich dann eben die nächste Schwierigkeitsstufe auch ziemlich rasch schon mal erledigen. Und hier ist natürlich auch die Ressourcen-Upgrades. Also da bin ich jetzt bei 6,8, also 7 hoch 55. Und damit kann ich das Wood schon mal wieder verstärken. Hier geht es auch dann um 2 10er Potenzen nach oben. Und dadurch sind die anderen beiden dann natürlich umso schneller erreichbar. Okay, hier gibt es sogar wieder auch eine Zwischenstufe, wo ich dann den Steinproduktion auch nochmal anheizen kann. Und auch hier sind die ganzen Multiplikatoren oder die ganzen Prozent-Updates sind multiplikativ. Was bedeutet, dass sich dieser Effekt halt immer weiter verstärkt, was letztlich auch notwendig ist, da es hier ja immer um 10er Potenzen nach oben geht. So, und damit bin ich jetzt schon wieder hoch 74, das heißt, auch hier kann ich dann wieder ordentlich zulegen und die anderen erstmal wieder hier auf 73 nachziehen, wenigstens eine 10er Potenz dahinter, damit natürlich eben die Ressourcenproduktion am wichtigsten ist und danach baue ich dann immer den Soldatenstand aus, der im Moment am weitesten vorne liegt. Und das ist eben jetzt wieder der Wechsel zur Priesterschaft. Ich glaube, lange war es zunächst die Baracken mit den Swordsmen, die dann eben vor einiger Zeit auf die Stables gewechselt sind, dass sie eigentlich vorne lagen und wie ihr gesehen habt, jetzt eben die Priester. Und deswegen geht es hier ruckzuck. Weniger als ein, zwei Minuten dauert es und mit dem Raid-Bonus natürlich umso weniger. So, wieder 50% Bonus und gleich weiter damit. So, das heißt, vom Warum ist es tatsächlich so, dass ich auch jetzt nach dem Aufstieg bereits wieder genug Soldaten habe, um dieses ganze Difficulty abzuschließen. Deswegen, also ich bin mal gespannt, wie schnell ich jetzt mit euch da weiterkomme. Ich werde das natürlich dann ein bisschen zusammenschneiden.
Aber einfach mal sehen, vielleicht schaffe ich es tatsächlich in der Folge direkt das nächste Emblem freizuschalten und weiterhin das Hauptspiel dann erheblich zu beschleunigen. Weil das nächste Emblem wird mir hier nicht angezeigt, aber hier wird der Bonus angezeigt. Das heißt nochmal 1200 Gold und Knowledge Bonus und 4100 für die Ressource- und Army-Produktion. Das heißt, dass das Spiel zumindest an der Stelle vielleicht ziemlich bald zu einem Abschluss kommt, dass ich zumindest alles Wichtige im War-Outpost freigeschaltet habe. Weil sobald das letzte Emblem freigeschaltet ist, hat der eigentlich keinen Zweck mehr für das Hauptspiel, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber mal sehen, vielleicht gibt es ja noch irgendein Element, was dann freigeschaltet wird, wodurch zumindest der Außenposten in irgendeiner Form relevant bleibt. Ja, das nächste Ressource-Update für die Steine ist bereit und ebenso jetzt das Holz, kann ich auch gleich wieder verstärken. Und dann fehlt jetzt nur noch das für Eisen. Das sollte jetzt mit dem Holz-Upgrade auch wieder nochmal schneller zusammenzubekommen sein. Und für die Army, ja, da geht es auch schon wieder weiter. Das heißt, der jetzt mit 58 und der mit 59. So, da ich ansonsten mit den Priestern, da gibt es dann auch schon wieder das nächste Upgrade. Und hier auch nochmal. So, jetzt sind sie wieder zumindest hier in einer Linie mit dem 62. Hier sieht man auch nochmal das Update, was ursprünglich die Kavallerie nach vorne befördert hat, weil sie eben auch schon jetzt gegenüber dem sogar schon zwei Level voraus sind. Und hier bis 9,1, das dauert noch ein bisschen. Und mal gucken, wie sich hier die Verhältnisse im Moment einspielen. Ja, das liegt jetzt hier bei 76, der ist gleich bei 87. Und hier mit 89 ist eben 2 Zehner Potenzen. Also das war immer so der Unterschied. Das heißt, die stärkste Armee, die am weitesten ausbaut, die war normalerweise eben einen ganzen Hundertfache der nächsten Armee voraus. Hey, und jetzt ist genau solche Sachen und dann gibt es plötzlich solche großen Sprünge. Das heißt, obwohl ich eben noch mit wenigen Minuten, also sehr, sehr schnell Sparta besiegt habe, komme ich jetzt plötzlich hier wieder gegen eine Wall, wo ich jetzt tatsächlich 2 Zehnerpotenzen Armeen aufbauen muss, bevor ich hier wieder kämpfen kann. Also das ist das, was das Spiel dann immer frustrierend macht. Es hat nicht irgendwie so einen gleichbleibenden Anstieg, dass ich sagen kann, okay, wenn ich jetzt den nächsten Bonus freigeschaltet habe, dann komme ich wieder deutlich weiter, dann wird es ein bisschen langsamer und ich werde nach und nach ausgebremst, sondern nein, bumm, bekomme ich hier so eine 100er Wall vor die Nase gesetzt, wo ich dann merke, okay, das dauert jetzt dann doch länger, bis ich da irgendwie in die Lage komme, wirklich wieder einen weiteren Fortschritt zu machen. So, jetzt habe ich zumindest doch noch recht zügig wieder die ersten zusammen, dass ich zumindest die erste Stufe hier weitermachen kann. Mal sehen, ob das sich noch so weit beschleunigen lässt, dass es dann doch wieder noch schneller, auch passend für das Video hier, weitergeht. Zumindest läuft die Armeeproduktion inzwischen schnell genug ab, dass ich hier tatsächlich wieder aufholen kann. Das heißt, dass die Armeeproduktion schneller ist, als einen so einen Kampf letztlich dauert. So, bis 61 ist jetzt hier wieder noch ein bisschen hin, das dauert also noch. Und bei der Armee ist, okay, da kann ich mit 62 hier jetzt wieder durchkaufen und die ganzen Upgrades dazu holen. Mal schauen, ob da der Unterschied tatsächlich noch so stark bleibt oder ob die hier relativ bald sich wieder angleichen. Aber also im Moment ist die Produktion noch deutlich erhöht, allerdings liegen die natürlich auch noch eine 10er oder sogar noch 2 dahinter. Also mal sehen, wie sich tatsächlich die Armeeproduktion verteilt, wenn die etwa also auf dem gleichen Stufe sind, was die Off-Level-Kosten angeht, weil natürlich die haben unterschiedliche Level, weil sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten freigeschaltet wurden und ansonsten geht die Ressourcenbedarf immer ziemlich linear nach oben. Ich glaube, es steigt immer so um 20% je Stufe, was dann zusätzlich an Ressourcen benötigt wird, um die nächste Stufe eben erreichen zu können. So, jetzt alle mal auf die 77 einstellen und dann mal schauen. Also 4 hoch 90, 1,4, 2,5, 3,0, 89. Also die beiden haben dann doch etwa so viel wie auch der Tempel. Aber sie haben natürlich noch ein bisschen aufzuholen, bis sie das ausgeglichen haben. Was sie in der Form natürlich nicht schaffen, weil dadurch, dass der Tempel insgesamt mehr produziert,
so viel wie die anderen beiden zusammen, können die beiden natürlich im Moment nicht aufholen. Das heißt, da braucht es erst wieder ein paar Army-Upgrades, die dann hier das Gewicht verschieben, weil klar, die bekommen jetzt hier nur 1530% dazu und erst relativ spät, während zum Beispiel Kavallerie schon mit 264 dann den nächsten Bonus bekommt. Das Interessante ist hier natürlich, dass auch die Ressourcen-Upgrades jetzt bis 61 noch eine Weile brauchen, dass das hier auch wieder nicht ganz so flott vorwärts geht. Im Endeffekt ist es immer so eine Mischung von wegen, möchte ich, dass das Spiel möglichst schnell vorwärts geht, dann habe ich es aber auch irgendwo, ja, die Sachen geschafft, erledigt, und wenn ich nicht so viel Arbeit reinstecken muss, dann fühlt sich das auch irgendwie, ja, nicht wie ein großer Erfolg an. Umgekehrt ist es natürlich auch frustrierend, wenn es irgendwie nicht weitergeht. Also das ist so immer diese Mischung zwischen Belohnungsspirale, die einen noch genau im Hamsterrad hält, die Mohrrübe, die einem vor der Nase sitzt, noch bereit ist, hinterher zu rennen, oder ob das Spiel dann sowohl zu langweilig wird, weil man zu viele Mohrrüben essen kann, oder weil man nicht eine einzige bekommt. Also schon schwierig, so einen passenden Mittelweg zu bekommen und das alles so auszutarieren, dass es, den einen mache ich noch und das war jetzt nicht zu leicht und nicht zu schwer. Was ein bisschen schade ist, dass ich hier nicht gleich mehrere von diesen Raid Loots aktivieren kann, sodass sie einfach gesteckt sind und ich meinetwegen 5 oder sowas aktivieren kann, damit es längere Zeit durchläuft. Das wäre zumindest noch eine Komfortfunktion, womit es einfach hier praktischer wird, um das über längere Zeit laufen zu lassen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie stark dann jetzt der Anstieg wieder zur nächsten Stufe ist, ob die jetzt gemächlich weitergeht, weil teilweise ist es sehr unterschiedlich gewesen, dass manchmal war die Armeestärke, die ich hier am Ende brauchte, ausreichend, so zum Beispiel um die ersten 3 zu besiegen oder sogar die ersten 5 ganz am Anfang. Und jetzt, wie ihr es gerade gesehen habt, war der Anstieg ja auf dieser Stufe, auf Difficulty Level 65, dass diese hier um Faktor 100 kleiner war als das, was ich hier für die erste Stufe gebraucht habe. So, jetzt braucht es noch einen weiteren Raid Loot, damit das nicht allzu lange dauert, bis der durchgelaufen ist. Also, next. Okay. Also zumindest den ersten schaffe ich, also mit 1,8 habe ich aufgehört und mit 2,0 geht es jetzt weiter. Also es ist zumindest noch in einem direkten Anschluss. Und mal sehen, ob ich dann in der Lage bin, da direkt weiterzumachen, weil das dürfte noch knapp werden, bis dahin die 4 zu erreichen. Aber es gab jetzt auch wieder einen 50%igen Produktionsbonus. Und hier werde ich dann erstmal die Priester wieder zuerst verstärken, weil die natürlich immer noch den stärksten Multiplikator haben. So bei 7 hoch 64 kann ich dann die Priester verstärken, dass die dann im Moment immer noch als stärkste Kraft dann auch zuerst verstärkt werden, auch wenn sich das eventuell wieder stärker angleichen sollte. Also es dauert noch eine Weile, das heißt, den kann ich auch nicht ganz so schnell durchlaufen wie die ersten eben. So, aber hier ist schon das nächste Holz-Upgrade und hoffentlich ist das dann gleich wieder so stark beschleunigend, dass ich hier die beiden anderen natürlich auch dazu kaufen kann. Ja, mit dem nächsten Army-Upgrade, was ich jetzt gerade durchgekauft habe, dass alle hier wieder eine Stufe höher sind, da geht es jetzt wieder zügig vorwärts. Und das heißt, ich habe jetzt schon, jetzt habe ich schon genug Armeen zusammen, um tatsächlich die ganze Schwierigkeitsstufe wieder abzuschließen. Ja, was hier natürlich auch noch hilfreich wäre, wäre so eine Art Auto war. Das heißt, dass der automatisch, wenn er genug Armeen zusammen hat, natürlich einfach weitergeht. Weil letztlich macht es ja überhaupt keinen Unterschied, ob der wartet oder nicht. Die Armeen gehen nicht verloren. Ich habe keinerlei Verluste, was natürlich auch ein bisschen merkwürdig ist, aber okay. Und dass der dann einfach eben so weit mitläuft, soweit eben genug Einheiten da sind. So, mit Sparta ist jetzt die Schwierigkeitsstufe dann auch schon abgeschlossen. Und next. Und wieder ein Upgrade. So, jetzt mal gucken. Okay, bis 95, genau. Hier bin ich jetzt mit den Armeen, die ich aktuell schon habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich jetzt tatsächlich zum Abschluss von der letzten Stufe brauchte. Aber hier komme ich jetzt schon bis zur Hälfte durch. Also deswegen, also die Upgrade-Zahlen, wie diese Armeen hier strukturiert sind, die sind dann doch irgendwie ungleichgewichtig. Und es ist wirklich jedes Mal wieder spannend, dann zum nächsten Level oder zur nächsten Schwierigkeitsstufe zu sehen,
Okay, wie viele Armeen muss ich jetzt zusätzlich aufbauen? Und wie gesagt, in den bis zu 450 rum, irgendwo in der Dreh, wo dieser Knoten irgendwie geplatzt ist, habe ich tatsächlich Tage gebraucht, um dann den Anschluss zu finden und irgendwie in dieser Schwierigkeitsstufe dann weiterzukommen, wenn da halt wieder so eine 100er-Wall wie vorhin drin ist. So, jetzt hier wieder mit einem 50% Bonus, 2,2 hoch 79 auf 3,3. Okay, und hier ist jetzt wieder zumindest ein Faktor 10 dabei. Also mal sehen, ob es noch klappt, zumindest das nächste Emblem freizuschalten, weil das wäre zumindest das Ziel für diese Folge gewesen, so ein ganzes Emblem zu bekommen. Aber ihr seht, ohne die nächsten Armee-Boni dauert es ewig, bis ich hier auf 1,8 hoch 7 komme. Weil im Moment wird nur in dem 95er Bereich letztlich abgegradet. Beziehungsweise das 96, 95, 94 sogar. Also 1 hoch 94 ist aktuell die Update-Rate. Aber immerhin, das nächste Army-Upgrade ist nicht mehr sehr weit entfernt. Und dann kann ich mir jetzt überlegen, ob ich hier die Swordsman hochhole, die ja zumindest nicht so weit entfernt sind und denen wahrscheinlich dann überholen dürften. Dann dürften sie mehr produzieren als die Priester. Mal gucken, das andere sind noch die Archers, die noch früher dran sind. Die sind allerdings mit... Oh doch, die sind noch höher. 9,4. Da steht dann wohl gleich ein Führungswechsel an, dass die Archer wieder dann die führende Armeestärke werden. Ja, hier ist auf jeden Fall wichtig, zuerst das Holz zu upgraden, damit die anderen beiden schneller natürlich dann eingesammelt werden können, als wenn ich jetzt zuerst das Eisen mache und dann das Holz weiterhin so langsam ansteigt wie aktuell. So, dann kann ich parallel schon mal dafür sorgen, dass hier meine Diamanten sich auf jeden Fall verdoppeln und ich dann dort auch den nächsten Reset machen kann, um dann dort wieder weiterzukommen. So, noch bis 2000 wieder und dann die Boni-Raid-Loots dazu holen. Ja, wie ihr seht, es ist schon ein bisschen geringer geworden. Es sind jetzt noch so 8, also statt 0,01 ist es 0,008 aktuell, was einen so ein roter Durchlauf noch bringt. Deswegen lohnt es sich nicht, das beliebig lange laufen zu lassen. So bei einer Verdopplung ist meistens wirklich ein sinnvoller Punkt zu sagen, okay, jetzt einmal resetten und dann wieder ja, mit einem etwas höheren Schub dann in die Goldproduktion einsteigen. So, jetzt habe ich den War-Upgrade komplett. Das heißt, jetzt der Wechsel zu den Archern. So, mal schauen, wie viel die jetzt produzieren. Hoch 94. Ja, das ist auf jeden Fall ein deutlicher Bonus. Und das heißt, der Wechsel dürfte hier jetzt ziemlich schnell erfolgen. Vor allem, wenn die jetzt erstmal noch ein bisschen auf 81 hochgelevelt sind. Ich denke, mit dem oder dem danach folgenden Durchlauf sollte es dann langsam aufgehen, dass sich die Verdoppelung oder dass die Verdoppelung möglich ist. Und dass dann der Reset sinnvoll wird. Nicht notwendig, aber sinnvoll. So, gleich leuchtet dieses Symbol auf, und zwar dann, wenn eben die Verdopplung möglich ist. Dann muss ich das noch zu Ende laufen lassen, weil ich kann kein Nicht-Diamanten-Reset machen, während diese Raid-Loots aktiv sind. Das heißt eben, dass das dann immer noch ein bisschen drüber läuft, wo ich natürlich auch nichts dagegen habe. So, also einmal hier Reset, dann kann ich euch das auch nochmal zeigen, wie das aktuell abläuft. Also Temple Offer wird alles zurückgesetzt, was zumindest die Gebäude angeht. Und hier dann, so, der erste mit Max, so, alles auf Max einkaufen, dann hier Upgrades zweimal kaufen, dann wieder hier das Maximieren und dann wird es Zeit, hier die Raid Loots einzusetzen, damit ich nämlich den nächsten oder beziehungsweise den letzten Schub machen kann,
bevor ich dann auf die 25 Multiplikatoren umstelle. Und dann nämlich hier schaue, dass ich einfach hier die nächsten 25er jeweils voll bekomme, soweit sie halt mit dem aktuellen Boni zusammenpassen. Und damit relativ schnell wieder dicht anschließen kann. Also es sind jetzt noch 50 Level, glaube ich, drunter unter dem, weil 3275 war das letzte. Und genau, so jetzt fehlt noch einer, dann habe ich wieder Gleichstand erreicht wie für den vorhergehenden. Und mal sehen, wie stark die dann dort mitziehen. Dann kann ich jetzt hier erstmal die 20er vervollständigen. Und jetzt dann eben hier auf den nächsten Upgrade sammeln, damit ich den dann wieder auf 75 habe. Weil letztlich die Zwischen, also weniger als die 25er Schritte zu kaufen, lohnt sich eigentlich nicht, weil erst dann wieder so ein 50% Multiplikator dazukommt, der das dann wirklich ordentlich pushen kann. Und ein einzelnes Gebäude macht einfach keinen großen Unterschied im Profit. Aber ein 50% Anstieg, das ist dann schon ordentlich. Und für die anderen ist es jetzt nicht so wichtig, dass die frühzeitig hochgelevelt werden, weil die Anteile sind noch relativ gering, auch wenn sie sich langsam nach und nach vermehren, weil ich glaube, ganz am Anfang hatte das Ding 99 oder halt über 95%, worauf sich alle anderen dann den Rest geteilt haben. Und so langsam bröckelt sozusagen diese Dominanz. So, mal schauen, jetzt müsste, wenn ich die bis 1,2 noch zusammenbekomme, dann sollte das Upgrade jetzt gleich erledigt sein. Und dann kann ich mich wieder stärker dem Außenposten widmen. So, und einen halben 99er habe ich jetzt auch schon fast zusammen. Na, ja, geschafft. So, jetzt, das heißt, dann brauche ich nochmal wieder bis 7. Und dann ist bereits, ja, weil, also noch zweimal resetten, 1,4 hoch 91 dann und dann 2,8 hoch 91. Das heißt, dann kann ich schon wieder anfangen, hier die Building Profits zu steigern. Und das sollte ich wahrscheinlich gar nicht so lange ziehen, bis das möglich ist. Aber wenn ich es schaffe, in dem Außenposten jetzt mit euch noch das Emblem zu holen, dann geht es natürlich alles noch ein bisschen zügiger. Als nächstes brauche ich aber dafür erst einmal das Ressourcen-Upgrade bei 3,4. Das heißt, da fehlt noch 1 hoch 64, um das Holz dann nochmal zu steigern. Weil, wie gesagt, das Metall lohnt sich jetzt im Vorfeld noch nicht. Und bei den Army-Upgrades, da ist bei 2,4 hoch 67 dann auch bald die nächste Einheit updatebar, auch wenn die wahrscheinlich nicht so signifikant ausfällt. Ah, ich bin jetzt wieder im Kriegsbereich. Das heißt, es hat jetzt tatsächlich gereicht, mit dem Archer-Upgrade so viele Armeen zusammenbekommen, dass ich hier endlich beginnen kann, diese Schwierigkeitsstufe zu vervollständigen. Es ist immer wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie sich dann hier die Armeeverteilung wechselt. Das ist auf jeden Fall spannender als die eben so um die 450, wo ich sehr, sehr lange nur bei einer Armee gehangen habe, wo es ziemlich deutlich war, wer dort den Zuschlag bekommt und wer die stärkste Kraft ist. So, tatsächlich, das erste Holz-Upgrade ist schon wieder verfügbar. Das heißt, vielleicht kriege ich da tatsächlich wieder eine gewisse Beschleunigung rein, dass das Ganze eben wiederum zügiger abläuft. Ja, es ist immer wieder spannend, so hypnotisiert auf die ansteigenden Zahlen zu gucken und dann einfach zu warten, ja, bis man das nächste Upgrade kaufen kann. Und so macht es zumindest mehr Spaß, dass es eben alles so im Minutenbereich überschaubar bleibt und eben dieser Fortschritt spürbar ist. Weil deswegen nehme ich ja auch das Video diesmal wieder auf, weil ich einfach das Gefühl habe, dass hier zumindest was vorangeht. Schauen wir mal, ob es tatsächlich klappt, noch die letzten 23 Conquer Points dort oder Conquest Points zu bekommen. Die kommen ja erfreulich früh dann mit 1 hoch 30 hoch 70 und das sind natürlich die, die im Moment ohnehin die stärkste Kraft sind. Also das bleibt dann auch erstmal dabei. So, mit 5,4
hört es hier dann jetzt wieder auf. Mal sehen, wie es jetzt in 69 weitergeht. Kann ich eigentlich auch von hier den Übergang machen? Ja. 5,99. Oh. Okay, die 20 Conquer Points, die ich noch brauche, werden nicht so einfach zu haben sein. Ich glaube, der Anstieg von den Ressourcenkosten war um 50% und der Anstieg der Produktion ist, glaube ich, jeweils um 20% gewesen. Das waren, glaube ich, so die Quoten, die ich dann mal irgendwann ausgerechnet hatte. Mal sehen, 6,5, das heißt, da müsste jetzt fast schon auf 85 springen. Weil 3... Naja, müsste noch knapp drunter bleiben, wahrscheinlich 6,6 und 3,3 dazu. Knapp unter 85. Also, ja. Genau, also Anstieg 50% der Ressourcenkosten und dafür 20% Anstieg der Produktionskapazitäten. Ha, aber ich kriege meinen nächsten Priester schon dazu. Das heißt, hier ist jetzt die Produktion auf 97 gestiegen. Und damit komme ich jetzt recht zügig in den Bereich, dass ich hier die nächsten Conquest Points einsammeln kann. Es ist auf jeden Fall mal schon lustig, sich hier die Entwicklung anzuschauen. Ich habe mit 5 hoch 99 angefangen. Hier war es jetzt 1,0. Hier jetzt wieder eben ein Anstieg um 0,599. Dann eine Verdopplung. Dann wieder 0,5. Dann hier eben wieder 2,0 dazu, dann wieder 0,5 und dann eine Verdopplung plus nochmal, beziehungsweise 0,5 erst dazu und dann eine Verdopplung. Dann entspricht es auch diesem 1,5. Okay, die nächste Runde für die Ressourcen-Upgrades steht an. Allerdings nur mit 4,5 ist nicht so viel. Also mal wieder auf nach Sparta und 1,5 hoch 101. Mal sehen, wie viel die letzten 10 Conquest Points an Armeestärke brauchen werden, um dann tatsächlich die Folge mit dem neuen Emblem Battle Master abzuschließen. Also wie schwer werden die letzten 10? Oh ja, wieder eine 10er Potenz höher und bis 1 hoch 3, also 100 hoch 3 brauche ich das, um das abzuschließen. Das wird noch ein bisschen dauern. Ein Glück, dass ihr nicht die ganze Zeit warten müsst, sondern ich euch das ein bisschen zusammengeschnitten habe. So, als Abwechslung kann ich dann nochmal 5 Tickets beim Bierfestival einlösen. Mal schauen, vielleicht kriege ich ja noch ein Artefakt geschenkt. Einfach mal so als Anlass für diese Folge, so ganz nett und nebenbei. Aber anscheinend gibt es im Moment mehr fürs Haustier zu kaufen als irgendwelche anderen Sachen. Na gut, gemischt. Ha, es fehlen noch genau 100 Erfahrungspunkte, um das Haustier um eine Stufe aufzuleveln. Aber auch die Zwischenanstiege, ich glaube, hier waren es auch 20% Anstieg mit jedem Level. Das ist nicht so signifikant wie entweder ein neues Haustier oder wahrscheinlicher hier eben einen neuen Champion freizuschalten. Weil damit werde ich wahrscheinlich mit dem Tier doch ein ganz gutes Upgrade machen. Also mal gucken, hier sind so um 900. Die Anfangsanstiege sind natürlich ein bisschen niedriger, aber hier war ich ja schon durch zu dem Zeitpunkt. Was auch ein bisschen schade ist, dass ich letztlich den Spielmodus nicht wirklich aussuchen kann. Also wenn ich hier jetzt lieber Energy Mode spielen würde oder Rage Mode, dann wären die Knowledge und Click Profit Boni so gering, dass es sich einfach überhaupt nicht lohnt, diese Spielmodi tatsächlich anders zu machen als das, was der aktuelle Champion vorgibt und mit dem letztlich das Geld zusammenzuscheffeln. Ja, die Zeit, die ich bisher gebraucht habe, um in den letzten 10 Conquest Points dort Fuß zu fassen, hat jetzt schon gereicht, um einmal wieder die Diamanten zu verdoppeln. Und sobald die jetzt die Raid Points wieder ausgelaufen sind, werde ich dann dort den nächsten Reset machen.
leider noch ganz knapp davor, hier wirklich die 3.300 zu erreichen, weil das dürfte dann auch nochmal einen geringen, aber auf jeden Fall einen spürbaren Schub geben. Und das wird dann auf jeden Fall in der nächsten Runde der Fall sein. Dann gibt es nämlich neben dem 1,5-fachen Profit hier vor allen Dingen die Verdopplung aller Profite von allen Gebäuden. So, damit bin ich nach dem Reset bereits wieder bei 3.275 und wir zählen natürlich eben nur noch die nächsten 25, um die angekündigten 3.300 komplett zu machen. So, inzwischen sind meine Armeen zusammengezogen und es geht jetzt wieder gegen Sparta, um den letzten Conquest Point für das neue Emblem zu holen. Ja, das hat doch dann noch ganz gut funktioniert für diese Folge. Auch wenn es deutlich langwieriger geworden ist, als ich es am Anfang gehofft habe. Noch einmal die Raid Points starten und das Emblem gehört so gut wie mir. Bin ich mal gespannt, wie groß die Auswirkungen tatsächlich sein werden, wenn es wieder so ein tausender Faktor ist. Also um eine Zehnerpotenz sollte das Ganze dann höher ausfallen. Also im Moment erreiche ich knapp fast 1 hoch 2 hoch 20 pro Sekunde. Mal sehen, wie viel es dann tatsächlich werden mit dem neuen Emblem. Jawohl. Ui. Emblems. Der Battle Master ist freigeschaltet. Recht unspektakulär, aber seine Wirkung wird er schon entfalten. Und natürlich, er hat natürlich auch wieder Ressourcen- und Army-Produktion entsprechende Boni. Das heißt, dass das dann recht zügig weitergeht. Aber die Sprünge sind erstmal noch ziemlich hoch. Weil ich muss jetzt noch 100 hoch 105 dann weiter für den nächsten Conquest Point. Und der nächste, der Supreme Commander, braucht jetzt nicht nur 100, sondern sogar 150 zusätzliche Conquest Points. Also der dauert dann nochmal deutlich länger. Und entsprechend werde ich eben jetzt auch die Folge abschließen, noch mit einem Blick darauf, wie sich denn nun meine... Oh, jetzt habe ich hier gleich noch den 3300er freigeschaltet. Also der Bonus hat sich gleich schon deutlich ausgewirkt, dass ich hier ganz gut einsammeln konnte. So, mal sehen, wie viel jetzt dort zustande kommt. Also vorher war es 1 hoch 20, jetzt ist es 3,6 hoch 221, also auf jeden Fall ein deutlich sichtbarer Anstieg. Und nachdem er hier das auch wieder deutlich langsamer gelaufen ist, habe ich jetzt hier mit einem Crit fast 250, also 0,250 hoch 90. Das heißt, auch mein Silver ist nicht mehr weit entfernt, aber es dauert noch einige Zehnerpotenzen, bis ich da ankomme. Aber soweit für heute aus Midas Gold Plus und bis zum nächsten Mal. Vor allen Dingen wünsche ich euch viel Geduld mit dem Spiel, wenn es an manchen Stellen irgendwie etwas zäh wird und nur langsam weitergeht. Durchhalten lohnt sich, weil es geht auf jeden Fall irgendwann weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.